Vor kurzer Zeit hatte ich euch ja die EAR Switch Ohrstöpsel von 3M Pelter vorgestellt. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, diese auch unter unterschiedlichen Bedingungen nochmal ein bisschen zu testen und ich muss sagen, ich bin total geflasht. Ich bin sehr, sehr angenehm überrascht. Es geht ganz konkret um diese Stöpsel. Das Besondere an diesen Stöpseln ist, ich habe hier einen Schalter, mit dem ich entweder einen kleinen Kanal hier schließen kann, um damit eine Dauergeräuschbelastung abzuschotten, zum Beispiel bei der Verwendung von Elektrowerkzeug oder beim Schießen, wo eine sehr hohe Schussfrequenz stattfindet. Oder ich lege den Schalter um und ich kann trotzdem noch Sprache mitbekommen. Jetzt kennt jeder das Problem, man ist auf dem Schießstand, möchte ein bisschen Gewehr schießen. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht, wenn ich einen Kapselgehörschutz auf dem Kopf habe. Problem ist immer, dass beim Zielen, egal wie ich jetzt meinen Arm halte, beim Zielen der Schaft relativ dicht unter der Gehörkapsel ist vom Gehörschützer und dann oftmals beim Schießen dieser weggedrückt wird und dann geht ungefiltert der Geschossknall in den Gehörgang rein. Das ist ein bisschen uncool. Gut, ein bisschen Ohrenklingeln hat noch keinem so wirklich geschadet, aber okay. Ich hatte jetzt gestern die Möglichkeit, meine Mossberg zu schießen und habe bewusst auf einem halboffenen Stand, also wieder andere Bedingungen, die EAR Switch zu verwenden. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich habe den Kanal offen gelassen und trotzdem schießen mit 12 67 5er Gecko Slugs war die Dämpfung hervorragend. Ich kann somit insbesondere beim Thema Gewehrschießen, Flinte schießen, dieses Set wärmstens empfehlen und euch ans Herz legen. Und selbst wenn ihr hingeht und auf Nummer sicher gehen wollt, ihr macht diese Dinger rein, macht ihn auf und setzt euch noch euren aktiven Gehörschutz drüber. Dass ihr zwar hört, eine super Dämpfung habt, aber für den Fall, dass die Kapsel weggeschoben wird, immer noch der Schutz vorhanden ist. Von daher absolut empfehlenswert. Der Link, den ich unten habe, geht nicht auf den EAR Switch. Dieser findet sich leider noch nicht bei Amazon, sondern auf den 3M Combat Arms Gehörstöpsel. Der ist soweit identisch, mit einer Ausnahme. Ihr bekommt die nicht mit dieser kleinen Nylontasche und den Austauschstöpseln in den unterschiedlichen Größen, sondern ihr müsst tatsächlich eure Stöpselgröße S, M oder L bestellen. Ansonsten habe ich euch und poste ich euch in diesem Video auch nochmal einen alternativen Link zu einem Online-Shop. Franconia hat diese Dinger, soweit ich weiß, auch, wer sie dort bestellen möchte. Ich poste euch hier unten einen Link zu einem anderen Händler, der dieses Set, genau wie es hier ist, auch im Angebot hat. Und nein, ich habe dadurch durch diesen Link keinerlei Vorteile. Das 3M Peltor EAR Switch. Ein absolut geiles Ding, was man einfach nur in die Tasche reinwirft und gerade beim Langwaffenschießen absolut top.